Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zu einem weiteren Infovideo. Das Jahresende bei World of Tanks ist immer ziemlich vollgepackt und diesmal geht es darum, was Wargaming im Jahr 2020 mit dem Spiel vorhat. Am Freitagabend, dem 13., hat Wargaming dazu einen sehr, sehr umfangreichen Artikel auf der World of Tanks Seite veröffentlicht. Mittlerweile ist es jetzt schon der 14., kurz nach 0 Uhr. Und ich will einfach mal mit euch durch diesen Artikel gehen. Da ist auch ein Video dabei. Das Video könnte auch tendenziell schon wieder ein paar Minuten länger werden. Aber hier sind auf jeden Fall ein paar interessante Neuerungen dabei, die einerseits das gesamte Spiel an für sich wohl großartig verändern könnten. Aber auch ein paar Ankündigungen für Events oder ja extra Sachen, die so im Spiel im nächsten Jahr auftauchen werden, die auch durchaus interessant sind. Hier oben sehen wir das Inhaltsverzeichnis und das liest sich ganz interessant. Also da sehen wir schon mal, was da so punktemäßig auf uns zukommt. Ich packe euch den Artikel auch mit in die Videobeschreibung, dann könnt ihr nochmal in Ruhe selber nachlesen zu den einzelnen Punkten, die euch vielleicht mehr interessieren. Wir gehen das Ganze einfach mal durch. Ich versuche jetzt so die wichtigsten Infos zusammenzufassen, damit wir jetzt hier nicht in ein 50-Minuten-Video ausarten. Denn ihr seht schon wieder, die Punkte sind sehr, sehr viel. Punkt 1. 10-jähriges Jubiläum von World of Tanks. Im Grunde ist die Hauptinfo hier, es wird wohl ab dem Frühjahr 2020 die Feierlichkeiten geben, die wohl im Grunde dann auch über das ganze Jahr hinweglaufen. Nächstes Jahr feiern wir das 10-jährige Jubiläum unseres Spiels. Eine tolle runde Zahl sowie ein beachtliches Alter für ein Projekt in der Spieleindustrie. Dieses Jubiläum muss einfach in großartigem Stil mit all unseren Fans gefeiert werden und wir sind bereits schwer mit der Planung beschäftigt. Die Feierlichkeiten beginnen im Frühjahr, bestehen aus mehreren Stufen. Und hier steht auch was, wir möchten ebenfalls das große Panzerfest in der finalen Stufe unseres Jubiläums starten. Was genau das heißt, ist jetzt hier nicht so ganz klar. Auf jeden Fall wird das wohl im Prinzip ja so übers ganze Jahr verteilt, auf jeden Fall dort Events rund um das 10-jährige Jubiläum von World of Tanks geben. Kommen wir aber eher zu was Spielmechanikerin und da kommen wir jetzt am ersten Punkt zur Besatzung 2.0. Also Wargaming arbeitet, wie wir ja wissen, nicht nur an der Munition. Wargaming arbeitet auch an einer kompletten Überarbeitung der Besatzung. Hier das Wichtigste zusammengefasst. Die Besatzungsrollen werden im Grunde abgeschafft. Also so, wenn man das richtig liest, dann gibt es keine Richtschützen, Fahrer, Funker mehr, sondern es gibt nur noch Kommandanten, die zusammen im Panzer sitzen. Und auch die Skills, die es gibt, werden komplett überarbeitet und erweitert. Hier steht, also ich lese es einfach mal vor. Nächstes Jahr stellen wir euch die brandneue Besatzung 2.0 vor. Die überarbeitete Besatzung erhält keine Besatzungsmitglieder mit bestimmten Besonderheiten mehr. Ihre Rollen werden stattdessen von einem Kommandanten übernommen. Mehrere Kommandanten bilden eine Einheit. Damit ist wohl vermutlich die Besatzung gemeint, die in unterschiedlichen Panzer verlegt werden kann. Damit ist die Interaktion im Unterschied zu individuellen Besatzungsmitgliedern deutlich vereinfacht. Also Wargaming zielt einerseits dahin, das Ganze zu vereinfachen, aber mit den deutlich mehr höherer Anzahl an Skills auch das Ganze individueller zu gestalten. Wir überarbeiten ebenfalls vollständig das System der Vorteile. Die Anzahl der verfügbaren Vorteile erhöht sich auf 25. Das ist eine Menge. Außerdem wird das System der Ausbildung der Besatzungsmitglieder verändert. Ihr könnt bestimmen, in welche Richtung sich die Fertigkeiten des Kommandanten entwickeln. Also, naja, also es sind jetzt alles Kommandanten, ja. Abhängig von eurem Spielstil wird jedes Fahrzeug multiple Besatzungskonfigurationen erstellen und so seine Leistung im Gefecht beeinflussen. Also, wenn man das richtig liest, soll es womöglich dann einfach aufgrund dieser verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten dieser Skills wirklich wohl dann noch panzerklassenspezifisch oder fahrzeugspezifisch seine Mannschaft auszubilden, dass dann dieses Fahrzeug genau seiner Rolle entsprechend die Stärken halt nochmal besser ausgenutzt werden. Sobald wir die Besatzung 2.0 einführen, könnt ihr die gesamte Erfahrung,
Und er könnte die gesammelte Erfahrung aller Besatzungsmitglieder für die Ausbildung neuer Besatzungsmitglieder eintauschen. Ihr könnt sie sofort im Gefecht einsetzen, ohne aus dem Takt zu kommen. Dies mag sich etwas komplex anhören, doch wir stellen das überarbeitete Konzept der Besatzung Schritt für Schritt vor, sodass jeder die neue Mechaniken nachvollziehen und nutzen kann. Macht euch keine Sorgen, eure harte Arbeit und euer Fortschritt geht nicht verloren. Die potenziellen Veränderungen werden noch aktiv entwickelt, haltet also die Augen offen nach weiteren Neuigkeiten. Grundsätzlich, das Ganze, also vieles, was wir hier lesen, ist noch Work in Progress, da können sich natürlich auch noch Sachen ändern. Wargaming schreibt jetzt hier auch zum Beispiel auch nicht, wann das Ganze eingeführt werden soll mit der Besatzung. Wir reden halt hier von 2020, liest sich aber auf jeden Fall erstmal ganz spannend und auch nach was Neuem. Nächster Punkt, Überarbeitung des Zubehörs. Die überarbeiteten Konzepte der Besatzung wirkt sich auf einige zugehörige Spielmechaniken aus, die wir näher betrachten wollen. Eine davon ist das Zubehörsystem, das seit langer Zeit nicht geändert wurde, ja im Grunde genauso wie das Besatzungssystem. Heutzutage gibt es bei den meisten Panzern bestimmte Zubehörsätze, die für alle Spieler verfügbar sind. Auf der anderen Seite sind manche Arten von Zubehör nicht sehr beliebt und entsprechen nicht mehr dem aktuellen Spielstil. Ja, kennen wir auch. Wir möchten die Eigenschaften des bestehenden Zubehörs ändern und neue Gegenstände hinzufügen, die für verschiedene Fahrzeuge entworfen wurden, um konkrete Kampfrollen auszuüben. Gleichzeitig möchten wir euch mehr Abwechslung bei der Auswahl des Zubehörs bieten und bei der Entwicklung eures Arsenals entsprechend eures Spielstils helfen. Das liest sich im Grunde so ein bisschen wie bei der Besatzung. Also Wargaming möchte da im Prinzip das Zubehör ein bisschen überarbeiten, vielleicht Sachen, die nicht mehr so genutzt werden, einfach nicht mehr praktikabel sind, einfach raus, dafür neue Sachen rein. Neue Gegenstände quasi, um dann quasi zusammen mit der Besatzung da so ein System zu bilden, was halt wirklich miteinander gut funktioniert. Besatzung und Zubehör in Verbindung liest sich erstmal ganz gut, klingt auf jeden Fall spannend, habe ich jetzt erstmal grundsätzlich erst nicht wirklich was dran zu kritisieren. Änderungen müssen nicht schlecht sein, muss man abwarten, bis da mehr Informationen kommen. Auf jeden Fall finde ich es erstmal ganz spannend. Jetzt kommen wir zum größten Punkt und auch zum Punkt, der uns dieses Jahr auf den Sandbox-Surfer ja schon begegnet sind. Das ist das ganze Thema Munition, Hitpoints, Anzahl etc. pp., was ja auch angeblich der Grund dafür ist, dass zum Beispiel die deutschen Heavys E100 da mal als Beispiel im Moment nicht angefasst werden, sondern Wargaming möchte halt erstmal diese Änderung abwarten. Bevor wir uns das jetzt ja alles durchlesen, gucken wir einfach mal das gemeinsame Video an, weil das erklärt nochmal, was Wargaming gemacht hat und was sie jetzt auch noch vorhaben zu machen und wie da so der grobe Zeitplan ist. Das ganze Jahr lang haben wir die Granaten überarbeitet. Mitte 2019 veröffentlichten wir die erste Iteration des Sandbox-Servers, auf dem Spieler diese Änderungen ausprobieren konnten. Immer wieder wurden Änderungen getestet und neue Merkmale hinzugefügt. Alles greift in einem umfassenden Konzept ineinander. Längst ist klar, dass wir nicht nur die Granaten überarbeiten, sondern auf ein großes Ziel hinarbeiten. Eine neue Spielbalance. Na ganz ehrlich, Wargaming, das habt ihr euch dadurch ins Haus geholt, indem ihr einfach diese grandiose Idee hattet, die Granaten zu überarbeiten. Das zieht das halt alles nach sich. Ich habe zu der Granatenüberarbeitung eine eigene Idee. Davon habe ich jetzt schon tausendmal gesprochen. Darauf will ich jetzt hier nicht weiter eingehen. Aber das Wargaming, ja, wir überarbeiten die Granaten. Ach, da müssen wir ja alles andere auch anfassen. Ja, welche Überraschung. Na. Die neue Balance besteht aus zwei Hauptteilen. Balanceänderungen, die direkt die Fahrzeugwerte betreffen und Unterstützungsmerkmale. Fast alle Balanceänderungen wurden in den vorherigen Sandbox-Iterationen getestet. In der Sandbox änderten wir die Granatentypen wie folgt. Die Standardgranate ist die universellste und effektivste. Sie hat eine recht hohe Durchschlagskraft und verursacht maximalen Schaden. Diese Granate ist optimal hinsichtlich Ökonomie und Effektivität im Kampf. Spezialgranate. Premium. Dieser Granatentyp hat eine deutlich höhere Durchschlagskraft, verursacht aber 25% weniger Schaden. Ein Einsatz dieser Granate zur falschen Zeit ist also wenig vorteilhaft. Der dritte Typ ist die Sprenggranate. Obwohl ihr Test noch läuft, sind die Sprenggranaten mit Geschützen eines Kalibers unter 120 mm nun effektiver und verlieren etwas ihrer Effizienz bei Kalibern über 150 mm. Die Mechaniken, wie hochexplosiver Schaden verursacht wird, wurden deutlich verbessert. Ein altes Problem im Spiel war die...
Also ob die Mechaniken wie die HE-Munition jetzt verbessert, also dass das verbessert wurde, das müsste man mal in ein extra Video behandeln, denn ich sehe diese ganze Änderung von HE-Munition im Moment sehr kritisch, weil sie einen sehr hohen Spaßfaktor und natürlich argumentiert Wargaming eher Frustfaktor beinhaltet. Aber das ist so eine Sache. Na klar, ist es frustig, von HE getroffen zu werden. Auf der anderen Seite, ich frage mich immer noch, was mit Panzer wie dem KV-2 passieren soll. Oder Panzer 4H, also alle Panzer, die halt von dieser HE-Munition leben, die verlieren halt dadurch ein ganz großes Potenzial an Spaßfaktor. Und deswegen werden diese Panzer definitiv dann in meinen Augen nicht mehr so oft gespielt werden. Große Lücke bei den Werten der Fahrzeuge der Stufe 5 und 7. Außerdem waren niedrigstufige Fahrzeuge bisher so eingestellt, dass die Überlebensfähigkeit der Fahrzeuge der Stufen 1 bis 4 zu gering und ein einziger Fehler zu kostspielig war. Dieses Problem betraf daher vor allem neue Spieler. Im Hinblick auf Fahrzeuge der Stufe 1 bis 7 sollten unsere Änderungen die Überlebensfähigkeit niedrigstufiger Fahrzeuge etwas steigern und damit die Lücke zwischen Stufe 5 und 7 schließen. Aber sie haben ja sicher erklärt, was mit den Load-Tier-Fahrzeugen passiert. Das Granatenmodell betrifft auch die Artillerie. Wir mussten die Einstellungen entsprechend der neuen Balance anpassen. Jetzt hat auch die Artillerie drei Granatentypen, passend für bestimmte Gefechtssituationen. Der erste Typ ist eine Standardgranate, universell einsetzbar. Sie hat einen recht großen Wirkbereich, recht hohen Schaden und betäubt. Im Grunde die alte Granate ohne Änderungen. Eine Spezialgranate, die keine Gegner betäubt, aber 10% mehr Wirkbereich hat und 20% mehr Schaden verursacht. Sie sollte in Situationen eingesetzt werden, in denen Betäubung keinen taktischen Vorteil schafft. Das ist geil. Wie viel waren es? 10% mehr Wirkbereich, 20% mehr Schaden. Und sie soll nicht, also sie hat keinen Stun. Der Hintergrund ist, oder die Logik von Wargaming ist dabei, sie sollen nicht in Situationen eingesetzt werden, wo es dann von Vorteil ist. Also muss ich euch nochmal erklären, wie man erfolgreich Arty spielt? Ernsthaft jetzt? Also wann ist es denn geil, wenn man einen größeren Splash-Radius hat und mehr Schaden macht? Das ist, wenn man auf größere Gegnergruppen schießt. Und natürlich ist es da auch von Vorteil, wenn die Granate Stun macht. Ich verstehe den Sinn dahinter, absolut. Ich verstehe, was Wargaming machen will. Sie wollen halt einerseits dieses Stun-Generve ein bisschen aus dem Spiel nehmen, indem sie hoffen, dass dann die Leute mehr diese Granatentyp ohne Stun-Schaden spielen. Und wollen halt der Arty mehr Variabilität geben, zumal jetzt noch ein dritter Granatentyp dazukommt, oder beziehungsweise eigentlich ein dritter Granatentyp wieder zurückkommt, nämlich Granaten also die halt AP oder Heat sind, das, was wir früher schon hatten. Im Grunde, was Wargaming jetzt mit der Arty vorhat, ist im Prinzip eine Mischung aus dem System, wie wir es jetzt haben, und einem System, wie wir es früher haben. Also sie reduzieren quasi diesen Anteil von Stun so ein bisschen und führen aber dafür auch wieder Granaten ein, die halt. Na, wie früher, wie eine AP-Granate auf der Arty. Wenn sie getroffen hat, durchschlagen hat, boom, tschüss. Muss man gucken, ich habe den Sandbox-Server mit den Artys jetzt nicht gespielt. Wargaming wollte da eigentlich Free XP uns geben, haben sie irgendwie verpeilt. Und am Ende kam dann auch die ganze Aktion mit Weihnachten jetzt dazwischen, also Adventskalender, dass man. Ich hätte gar keine Zeit gehabt. Ich hätte es aber trotzdem gerne mal getestet. Der dritte Typ ist eine panzerbrechende Granate. Sie verursacht relativ wenig Schaden, hat aber eine recht gute Durchschlagskraft. Die beste Wahl für Schüsse auf einzelne, schwer gepanzerte Ziele, bei denen Sprenggranaten unwirksam wären. Nach all diesen Tests glauben wir, dass dieses neue Balancekonzept gut funktioniert. Allerdings müssen bestimmte Werte optimiert werden. Und natürlich braucht es Unterstützungsfunktionen. Das ist so Fundamentale ein hohles Spielparameter Gefrede wie irgendwie. Granaten- und Fahrzeugstrukturpunkte zu ändern, verlangt unverweigerlich, dass verwandte Funktionen und Spielmechanik angepasst werden müssen. Ja, sprech da mal konkret von was. Als erstes werden wir die Statistik überarbeiten, da hier veränderter Schaden und Fahrzeug-SP einen deutlichen Unterschied machen. Wir wollen verhindern, dass Spieler ihre über die Jahre hart erarbeiteten persönlichen Statistiken verlieren, da diese selbstverständlich wichtig sind. Richtig so, ja. Gleichzeitig wollen wir Spielern den Unterschied ihrer Leistung zeigen, nachdem diese wichtigen Werte geändert wurden. Daher führen wir zwei verschiedene Statistiken ein.
Der Hauptteil bleibt so erhalten, wie er derzeit im Spiel zu sehen ist. Okay. Außerdem bringen wir einen neuen Teil, der die Leistung eines Spielers innerhalb eines bestimmten Zeitraums zeigt. Eine weitere wichtige Komponente, auf die sich die Balanceänderungen auswirken, ist der Forschungsbaum. Unser Ziel ist, dass der Forschungsbaum klarer und leichter bedienbar wird. Zudem wollen wir, dass die Spieler seltener vor schwierigen Entscheidungen also stehen, Statistik, wenn Forschungsbaum sie Fahrzeuge von Stufe 1 bis 10 erforschen. Jeder große Forschungsbaum soll einen klaren Hauptzweig erhalten, wodurch verhindert wird, dass Spieler versehentlich in eine schwierige Situation gelangen. Aus dem Forschungsbaum sollen einige niedrigstufige Fahrzeuge fallen, die man dann nicht mehr erforschen kann. Damit sollen Spieler sich leichter im Forschungsbaum zurechtfinden können. Bereits besessene Fahrzeuge bleiben jedoch in der Garage. Es wird andere Wege geben, diese Fahrzeuge zu erhalten, mehr dazu an einem späteren Zeitpunkt. Das Spiel bietet wichtige Fortschrittsmechaniken wie... Aber jetzt mal ernsthaft. Welcher Forschungsbaum ist von Tier 1 bis 4 komplex? Also, die Komplexität entsteht meistens erst so ab Tier 5, Tier 6, Tier 7, wo man teilweise noch Abzweigungen von Med zu Heavies oder andersrum hat. Aber im Low-Tier-Bereich dann nicht Wargaming. Da ist es meistens straightforward. Du hast eine Arte-Linie, du hast eine Med-Linie, du hast eine Light-Linie, du hast eine TD-Linie. Und das fängt doch eigentlich immer erst ab Tier 5 an oder so sich aufzugabeln. Aber okay, sie wollen den Forschungsbaum vereinfachen. Für wen auch immer. Wie Aufträge, persönliche Aufträge und Erfolge. Ah, okay. Bedeutende Fahrzeugwerte wie Schaden oder Strukturpunkte müssen wir auch den Großteil der Spielfortschrittsmechaniken aktualisieren. Das heißt, wir wollen die Schwierigkeit, diese Erfolge und Belohnungen zu erhalten oder die persönlichen Aufträge zu erledigen, nicht verändern. Ja, sie müssen halt aufgrund der erhöhten HP und Schadenssachen an die neue Wirklichkeit der Zufallsgefechte an. Auch die Aufträge anpassen, logisch. Und zu guter Letzt die Gefechtsökonomie. Werte wie im Gefecht verdiente Kreditpunkte und Erfahrung hängen davon ab, wie viel Schaden verursacht und ermöglicht wurde. Im Moment ändern sie sich nicht drastisch. Der im Schnitt in Gefechten verursachte und ermöglichte Schaden steigt. Das hat aber keine Auswirkungen auf die Menge an Kreditpunkten und Erfahrung, die man im Gefecht verdient. Hä? Das heißt, Spieler bleiben auf ihrem Rentabilitätsniveau auch mit Premium-Panzern. Hä, worüber reden die? Ja klar. Wenn wir die Änderungen an den Fortschrittsmechaniken und der Spielökonomie neben der neuen Balance auf dem Sandbox-Server getestet haben, verstehen wir den Umfang der Änderungen, die wir auf dem Live-Server veröffentlichen müssen. Okay, es geht. Alle obigen Informationen zeigen, dass viele Änderungen auf die Spieler zukommen. Darum führten wir bereits 4 Iterationen des Sandbox-Tests durch. Viele Spieler fragten, wie wir die Testergebnisse auswerten und auf welche Art von Feedback wir achten und wie Spieler diese Änderungen beeinflussen können. Wir analysieren das Feedback aller Spieler, konzentrieren uns aber auf die Fragebögen jener, die aktiv am Sandbox-Test teilgenommen haben. Wie könnt ihr bei diesen Tests mitmachen? Derzeit kann jeder am Sandbox-Test teilnehmen. Ja, okay. Es ist ganz einfach. Installiert den Sandbox-Client und meldet euch zur angegebenen Zeit im Spiel an. Dann könnt ihr mitmachen. Gut, ich glaube, hier geht es bloß noch weiter um Sandbox. Also Wargaming will halt einfach euch auffordern oder fordert euch auf, gerne am Sandbox-Server teilzunehmen, wenn der dann wieder mal läuft. Aktuell läuft er ja nicht, um dann auch einfach euer Feedback zu erhalten. Mal gucken, wie es noch weitergeht. Fechte spielen, die Änderungen testen und den Fragebogen ausfüllen. Die nächste Sandbox-Iteration findet Anfang nächsten Jahres statt. Ja. Diese Spielversion ist sehr nah an jener, die wir auf dem Live-Server veröffentlichen wollen. Erhalten wir positives Feedback von dieser Sandbox-Iteration, verlängern wir den Test nicht. Stattdessen wollen wir die neue Balance direkt Ende Frühling 2020 veröffentlichen. Meldet euch an, testet die Änderungen und hinterlasst euer Feedback. Das ist krass. Also jetzt sagen sie schon, okay, Anfang 2020 im Frühjahr sollen, wenn der Sandbox erfolgreich ist, soll das Ganze auch auf den Live-Server kommen. Wir reden ja hier über ganz schön viele Sachen. Also auch vor allen Dingen die ganzen Granaten- und Munitionssachen-Änderungen. Also nochmal zusammengefasst. Statistiken, es soll im Grunde dann eine alte und eine neue Statistik geben, könnte man auch sagen. So verstehe ich das zumindest. Die persönlichen Aufträge werden halt so angepasst, dass die Schwierigkeit konstant bleibt.
Die Einstellung der Spielwirtschaft wird auch so sein, dass Wargaming das halt so anpasst, dass man weiterhin genauso viel EP und Creditpunkte verdient wie auch vorher. Was jetzt diese Aussage mit den Premium-Panzern sollte, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Und Überarbeitung der erforschbaren Fahrzeugzweige. Wir wollen die Fahrzeugzusammensetzung der technischen Bäume fast aller Nationen von Stufe 1 bis 4 überarbeiten. Wir reduzieren die Anzahl der niedrigstufigen Panzer in den Forschungsbäumen, um bequemer zwischen den unterschiedlichen Entwicklungszweigen zu wechseln. Beispielsweise zwischen den mittleren und den schweren Panzern. Diese niedrigstufigen Panzer verbleiben im Spiel. Ah, okay. Jetzt verstehe ich, was sie machen wollen. Sie wollen im Grunde nicht, dass man wirklich schon bei Tier 3 oder Tier 4 anfängt, auf die Heavy-Linie zu gehen und keine Möglichkeit hat mehr zu wechseln, sondern genau das wollen sie halt auflösen, dass man quasi von Tier 1, sage ich mal, bis Tier 4 oder was sie hier dann auch immer genau machen, dass man vielleicht nur noch zwei Zweige hat und dass sich das erst ab Tier 5 dann auf die Mediums und Heavies und Lights oder so aufsplittet, dass man also länger Zeit hat, sich für irgendeine Linie zu entscheiden oder beziehungsweise sich erst später entscheiden muss. Alles klar. Das macht, oder das ergibt Sinn, erleichtert halt den Anfängern so ein bisschen den Einstieg. Allerdings ist natürlich das Problem, dass sie dann erst ab, keine Ahnung, Tier 4, Tier 5 mit unterschiedlichen Panzerklassen konfrontiert werden. Also bin mal gespannt, wie Wargaming das angehen will. Einerseits finde ich es gut, andererseits finde ich es halt schwierig, weil dann vermutlich die Leute halt, wie gesagt, erst ab 4 oder 5 dann wirklich mit großartig unterschiedlichen Panzerklassen zu tun haben. Naja, also sie schreiben hier auf jeden Fall Sandbox Anfang 2020. Wenn das wohl klar geht, dann wohl die Änderungen auch schon im Frühjahr alle live. Okay, Wargaming, okay. Sind ein paar Sachen dabei, die mir nicht gefallen. Ansonsten, sie entwickeln das Spiel halt weiter und das ist grundlegend erstmal gut. Kommen wir mal weiter zum nächsten Punkt und zwar geht es da um die Events, die wir dieses Jahr auch schon hatten. Also Frontline und Stählerne Jäger. Also einmal Frontline kennen wir ja und dann dieser Battle Royale Modus, kann man so sagen. Wargaming will das so ein bisschen überarbeiten. Also sie wollen wohl, dass er Stählerne Jäger schafft in der zweiten Stählerne Jäger in der zweiten Jahreshälfte 2020 wiederkommt. Dass man dort auch seinen überarbeiteten Fortschritt, dass das System überarbeitet wird, dass der Modus länger laufen soll und dass es in Kombination mit Frontline steht, weil Frontline soll in der ersten Jahreshälfte 2020 wiederkehren und soll quasi den Fortschritt, den man sich da in irgendeiner Weise erspielt haben, wo auch auf diese schillernden Jäger dann irgendwie übertragen werden können. Also ob die jetzt nacheinander stattfinden, auf jeden Fall greifen die gewisserweise ineinander. Ist erstmal ganz gut. Ich hoffe halt nicht, dass es wieder 10 Monate lang nur Frontline gibt. Vielleicht wollen sie das dadurch ein bisschen auflösen, dass es vielleicht in der ersten Jahreshälfte den einen Modus und in der zweiten Jahreshälfte den zweiten Modus gibt. Und die aber mit, dass man quasi den Fortschritt aus dem ersten Frontline dann in den zweiten in die Jäger mit übernehmen kann. In irgendeiner Form. Okay, beide Modi grundsätzlich finde ich jetzt nicht schlimm. Was mich halt bei Frontline einfach angekotzt hat, war dieses 10 Monate lang, jeden Monat eine Woche dieses Gegrinde, was halt echt nervig war. Nächstes Event, Streamkriege. Hier geht es im Grunde darum, dass vier bekannte Streamer, zu denen ich jetzt irgendwie nicht, was heißt irgendwie, zu denen gehöre ich halt nicht, was völlig okay ist, gegeneinander irgendwie antreten und man kann dann wohl seinem Streamer irgendwie anfeuern, wie auch immer. Also hier sehen wir ja schon, wer da ausgewählt wurde. Das Event wird in einem speziellen Format abgehalten und bringt euch weiter viele wertvolle Belohnungen ein. Doch vor allem könnt ihr einen Besatzungsmitglied mit dem Aussehen eures Lieblingsstreamers und seiner exklusiven Stimme im Gefecht verdienen. Ja, ich hätte mich auch gerne als Gesicht und als Stimme, aber gut. Wer das mag, wer einen der vier Leute irgendwie mag, feel free, warum auch nicht. Was dann auch weiterkommen soll, ist ein PvE-Event, das heißt also gegen KI. Was sie auch wieder so mit ein bisschen historischen Sachen anreichern wollen. Es soll wohl eine Weiterentwicklung des, wo steht's? Stand doch irgendwo. 2020 stellen wir ein spezielles PvE-Event mit historischen Taktiken vor. Es handelt sich um eine natürliche Erweiterung
Der Heimatfront. Genau, den Heimatfront-Modus gegen KI hatten wir ja schon. Diesmal wollen sie es umdrehen, dass man nicht in einer Verteidigungssituation ist, sondern in einer Angriffssituation und auf der speziellen Karte Berlin. Ein weiteres Event oder ein weiterer Modus oder wie man es auch nennen will, wird der Panzermarsch sein. Eine Sache, die wohl länger im Spiel drin sein soll, wo man halt auch Fortschritt ansammeln kann. Und damit, also man verdient Punkte, steigt dann irgendwie auf, bekommt da Belohnungen mit zum Beispiel erbeuteten Zubehör, wie es hier steht. Das Ganze soll halt länger im Spiel sein und soll halt in den Zufallsgefechten halt durch Leistung errungen werden können. Wie genau das aussieht, was man dann am Ende alles dafür bekommt und wie auch immer das aussehen soll, beschreiben sie jetzt hier nicht wirklich näher. Im Grunde ist es im Prinzip eine zweite Art, neben dem normalen Leveln einfach sich halt Sachen zu erspielen. Okay, muss man abwarten, wie es wird. Viel interessanter ist der vorletzte Punkt, nämlich neue Fahrzeuge. Wir suchen ständig nach hervorragenden neuen Fahrzeugen und Zweigen, die wir in World of Tanks einführen können. Wir haben uns stets die Vorstellung von Panzern zum Ziel gesetzt, die einen dynamischen Spielstil bieten. Okay, ja. Nächstes Jahr möchten wir mindestens zwei neue Zweige unterschiedlicher Nationen ins Spiel bringen. Okay, cool. Bei einem davon wird es sich höchstwahrscheinlich um den Zweig der schweren italienischen Panzer handeln. Okay. Warum nicht? Gerne. Ob die jetzt auch eine Autoloader-Mechanik haben, wird jetzt hier nicht geschrieben. Welche Nation oder dann noch dazu kommt, also welcher Tech-Tree noch hinzugefügt werden soll, schreiben sie hier auch nicht. Hier steht noch, wir erstellen noch eine Liste der geeignetsten Fahrzeuge, studieren Archivalien und Blaupausen und arbeiten eng mit Historikern zusammen. Okay, also das Ganze, was sie sonst auch immer machen. Ansonsten steht ja noch, die Zusammensetzung der Zweige steht noch nicht fest, doch es besteht kein Zweifel daran, dass die neuen italienischen Panzer ähnliche Feuermechaniken besitzen und die Tradition der bedrohlichen mittleren Panzer dieser Nation fortführen werden. Okay, also doch Autoloader, beziehungsweise so, ja, Autoloader-Mechaniken. Aber Wargaming schreibt hier nicht, welche zweite Nation dort noch einen weiteren Tech-Tree geben soll. Ansonsten, der letzte Punkt, neue Karten oder besser gesagt alte Karten. Einerseits Pearl River hatten wir schon in der Ankündigung im Herbst, dass die im Moment auf dem Supertest ist. Ansonsten wird hier noch gesprochen von der Karte, von der zweiten Karte, und zwar Berlin. Dafür gibt es aber noch nicht so wirklich viele Infos. Bin ich auch gespannt. Es gab ja schon mal eine Karte Berlin. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Könnt ihr mal in die Infokarte gucken. Was mir hier ein bisschen fehlt, ist zum Beispiel Minsk. Aber das ist ja im Prinzip schon im Spiel. Aber da gibt es ja auch eine Überarbeitung auf dem Supertest, wovon man jetzt aber auch schon seit einigen Wochen nichts mehr gehört hat. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass so eine alte Karte wie Pearl River wiederkommt. Das Thema hatten wir ja auch schon. Und vor allem, dass sie auch an neuen Karten arbeiten, wie jetzt Berlin. Wie die genau aussieht, müssen wir mal abwarten. Also, ihr seht schon, das Video ist schon wieder sehr, sehr lang geworden. Sehr viele Änderungen an den grundlegenden Mechaniken und natürlich auch wieder einzelne Events. Ich finde eigentlich ganz spannend, nicht unbedingt die ganze Munitionsscheiße. Davon halte ich relativ wenig. Was ich irgendwie cool finde und spannend finde, ist die Sache mit der Besatzung. Die Sache mit dem Zubehör. Ansonsten, was mich eher weniger interessiert, ist Streamkriege. Warum sie das jetzt hier so mal so besonders ankündigen. Ja, cool, toll. Ich kann mir von irgendeinem Streamer, der irgendwie x Millionen Reichweite hat, jetzt das Gesicht ins Spiel holen. Das mag der ein oder andere von euch sicherlich cool finden. Ich finde das jetzt irgendwie für die Änderung für 2020 irgendwie, weiß ich nicht, ob man das ankündigen muss. Selbst wenn ich mit dabei gewesen wäre, ist, ja, weiß ich nicht. Das Panzermarsch-Ding. Ja, okay. Noch mehr Aufträge, noch mehr Leistung, noch mehr Zeug, was man sich erspielen kann. Neue Fahrzeuge finde ich geil. Neue Karten finde ich geil. Und ich mal gucken, wie das halt mit Frontline und General Jäger dann am Ende zusammenspielt. Wie man da diesen gemeinsamen Fortschritt irgendwie pushen kann. Und was man sich da am Ende erspielen kann. Und ob es dann nicht wieder so ein elendiges Grind-Ding wird. Sondern, ob vielleicht durch die zwei Modis in Kombination da so ein bisschen Abwechslung reinkommt. Lasst mich gerne wissen, was ihr von den ganzen Änderungen haltet. Habt ihr noch eine Idee, was euch irgendwie da an der Liste fehlt? Mir fehlt zum Beispiel die Überarbeitung der Panzer. Es ist, also das Balancing der deutschen Heavies. Was ist denn jetzt damit? Wird da was passieren? Wargaming schweigt das tot?
Fällt euch noch was ein, was ihr in der Liste vermisst? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Wie immer geht mein Dank raus an meine großen Unterstützer. Krongsturm 122er, Danny, Ködö, Kulle und Parsival. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer O'Hare.